Ein herzliches Willkommen zu LS19 auf der Ravensberg. Tja, Leute, es geht weiter. Es ist ja schon einige Zeit vergangen und wir sind wieder mal am Megafeld zum Abernten, diesmal mit Gerste. Und tja, ich habe die letzte Zeit nichts mehr von Paul gehört. Aber warum war mir das so klar? So. Also, Fakt ist so, ich habe hier Map ein bisschen umgestaltet, hat man beim letzten Mal gesehen. Hab mir einen anderen LKW geholt, da er den einen LKW nicht mehr fand und den sie tatsächlich rausgenommen haben. So, somit bin ich jetzt wieder mal auf meinen alten LKW. Den, wo ich zuvor auch schon gehabt habe, und habe aber was Neues in Planung. Tja, jetzt geht es aber erstmal hier weiter. Tja, ernten wir mal. Und wieder mal allein. Schauen wir mal, wie lange es dauert. So, starten wir mal Stream Manager. So, dala. Dann fahren wir mal. So, wir sind wieder am Megafeld. Mann, das dauert noch. Das dauert bestimmt noch eine gute Stunde immer noch. Leute, die wo immer generell zuschauen, noch was in eigener Sache. Und zwar
Ein Streamtag wird sich ändern von Sonntag auf Samstag. Und tja, das liegt daran, da eine Fernsehsendung sonntags kommt, die wo neue Folgen, neue Staffeln rauskommt. Und ich daher den Tag auf Samstag umlegen werde. Und dann werde ich dann, glaube, ist es diese Woche schon oder ab nächster Woche, Samstag werde ich da streamen. Und übernächste Woche, Samstag, werde ich schon Samstagnachmittag streamen, da wir abends nicht da sind. Wir sind nämlich auf einer Disco. A great opening ever in Vulcano, Eichau am Wald. Und ja, vielleicht ist einer oder der andere aus der Gegend und schaut da auch vorbei im Vulcano. Haben wir das wieder alles angefangen? Ich bin wieder allein, kurze Fixe. Immer allein. Ich tue kein was, ich mache kein was. Ich habe halt mal eine Woche oder was, einen Tag an der Woche mal für hier für LS. Nee, ne. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum, dass man dann wieder allein gelassen wird. Und sich dann nicht mehr zu melden, das ist auch schon allerhand. Hänge ich wieder da mit dem ganzen Zeug. Hätte so schöne Planung gemacht. Die Wiese haben wir auch schon. Das ist alles für die Katze, wenn du was planst. Voller Anhänger. Von allen hörst du immer, wenn man sagt, ja, kommst du dann regelmäßig. Wenn ihr zum Spielen ist, ja. Ja, ich. Aber nicht jeden Tag, ich habe nicht jeden Tag Zeit hier für das Ding. Aber trotzdem. Wenn ich sage, ich komme, und wenn ich weiß, wann der online ist, wann er spielt, dann kann ich dann wenigstens Bescheid geben, ob ich drauf komme oder nicht. Oder ob ich irgendwie in die Party komme oder nicht. Nein, nix. Null. Man wird einfach wieder komplett allein gelassen. Und das mache ich jetzt dann eines Tages mal schon langsam nicht mehr mit.
Find's halt nur schade. Bisschen zu weit rechts gefahren. Das ist das Map-Ende schon da hinten. Also auch cool, in der Ferne werden noch Felder angezeigt, wo gar nichts mehr ist. Also da drüben noch, da ist noch, sind noch ein paar. So viel Zeug. Ja, der Wahnsinn. Sitzt da und kannst allein weiterspielen. Also, ne. Ja, so fahren wir und fahren wir und fahren wir.
ordentlich geht was raus, ey, bei 100% Düngung. Da geht schon richtig was, ey. Ah, wir haben sie zum Glück nicht mehr weit. Halt Ende da unten. Ja, hier vorne wird schon weniger. Hinten ist noch ein bisschen breiter das Feld. Aber das kriegen wir auch. Ja, hier ist ein Bogen drin. Unten. Ah, das kriegen wir auch weg. Ja, darüber. Ebenfalls gibt es ordentlich Stroh. Da sind wir schon mal froh drüber. Und wenn die Dings greift, die der Ballenstopp, werde ich ein paar packen und werde es verkaufen. Gibt auch Kohle. Aber ich glaube, jetzt kann ich den einen LKW schon.
Schutz haben können wir gar nicht, der Schutzding da runter. Polka. Was machen wir? Wie der Drescher fährt. Fährt unheimlich besser wie mit mir. So. Aber jetzt werde ich dann erstmal einen zweiten LKW holen. Ja, ich weiß, warum denn allein einen zweiten LKW? Werden wir aber dann brauchen. Weil. So, es hilft nicht. So, schauen wir mal. Tja. Das brauchen wir alles gar nicht. Beleuchtung. Seitenmarkierungen. In den großen. So, das ist vorne dann wieder. Brauchen wir nicht. So. So, laufen wir mal rüber, holen wir uns den mal, schauen wir uns den mal an. Den gucken wir uns jetzt mal an. Lassen. Wow. Hört sich gut an, 5 Sekunden. Ah, starten immer von dem. Hört sich geil an. Ach, was erinnert mich jetzt an unseren alten Traktor? Ei, ja, das sind Erinnerungen.
So, jetzt sehen wir aber zu, dass wir hier fertig dreschen. Dass da was geht, dass das wieder frei wird, das Feld. Und dann, ja, wird es eh schon ziemlich Nacht werden. Ziemlich dunkel werden. Gut, jetzt noch nicht um 17 oder 19, aber 19 Uhr, dann haben wir doch noch was zu tun. Wir müssen noch das ganze Stroh vom Feld holen, müssen noch dann, ja, wir werden oben vielleicht noch schauen, oben ist noch das Ackergras noch zu machen. Oben soll es noch gemacht werden heute. Schaut es denn eigentlich bei den Kühen aus? Naja, gut. Schaut ganz gut aus. Alles im grünen Bereich. Wie viel haben die eigentlich schon wieder produziert? Oh, Mist haben sie ziemlich viel. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich bin da natürlich auch tatsächlich am überlegen, ob ich nicht die Rate der Kühe erhöhe. Aber dazu brauche ich jetzt mal Material. Ach ja, der Mais muss auch noch gekesselt werden. Das ist alles noch Arbeit, die noch ansteht. Richtig viel zu tun. Schön wäre es halt zu zweit oder zu dritt. Aber wie man sieht, sieht man, dass ich wieder allein unterwegs bin. Ja, aber für unsere YouTube-Freunde war es das erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben einen schönen neuen Truck jetzt gekriegt hinten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und vergesst nicht, ein Abo da zu lassen und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Bis demnächst. Tschüss und ciao.